Ein Dummy hat ein trauriges Schicksal. Sein einziger Daseinszweck ist es, zerstört zu werden. Stellvertretend für uns rasen in sogenannten Crashtests Dummies auf Betonmauern zu, werden aus Autos geschleudert oder einfach umgefahren. Und fast empfindet man Mitleid mit diesen stummen Prügelknaben der Autoindustrie. Doch erst mit der Erfindung des Dummies, also dem möglichst naturgetreuen Menschenersatz, wurde all das möglich, was im Autoverkehr heute Leben retten kann. Hauptsache schnell und komfortabel, der moderne Mensch im Geschwindigkeitsrausch. Schon früh erkannten Sicherheitsingenieure die Gefahren, doch die ersten Crashtests waren eher eine simple Angelegenheit. Ein Ei ohne Sicherheitsgurt. Und eins mit, das den Unfall übersteht. Aber wie sieht das beim Menschen aus? Die Ingenieure brauchten einfach zuverlässigere Ergebnisse. Die Geburtsstunde des ersten Dummies war auch der Beginn der modernen Unfallforschung. Die ersten Crashtest-Puppen waren einfache Stahl- oder Holzkonstruktionen, die Informationen immer noch spärlich. Doch der Erfolg trieb die Entwicklung voran. Es war noch ein weiter Weg bis zum heutigen Prachtexemplar Hybrid 3. Die 100.000-Dollar-Puppe, ein hochentwickeltes wissenschaftliches Instrument, das genaueste Daten liefert. Hybrid 3 ist inzwischen Oberhaupt einer ganzen Dummy-Familie. Geduldig warten sie auf ihren nächsten Einsatz. Ausreichend Ersatzteile sorgen für ihre Unsterblichkeit. Sogar das Modell einer schwangeren Frau ist in der Dummy-Familie zu finden. Die Testpuppe wiegt 55 Kilo und ist im siebten Monat. Der Fötus ist in ein spezielles Gel eingebettet, das annähernd die Eigenschaften des Fruchtwassers aufweist. Ja, wir unterscheiden einerseits zwischen Frontalaufprall- und Seitenaufprall-Dummies. Das ist die große Unterscheidung. Sie können nicht jeden Dummy für jeden Aufpralltyp einsetzen. Crashtests finden normalerweise bei einer Geschwindigkeit von 55 Stundenkilometern statt. Höchst verschieden sind die Kräfte, die auf den Dummy-Körper einwirken. Schwerste Verletzungen an Organen, Beinen, im Gesicht werden mit Hilfe des Dummies sichtbar bzw. messbar. Das Skelett von Hybrid 3 besteht aus Stahl, Aluminium und Gummi. Der Rumpf ist aus aufgeschäumtem PVC und genauestens dem menschlichen Gewebe nachempfunden. Hybrid 3 ist eine exakte Kopie des menschlichen Körpers mit all seinen Reaktionsmöglichkeiten. Der Kopf- und Brustbereich ist besonders präzise nachgebildet, denn alle lebenswichtigen Organe befinden sich hier. Der Brustkasten setzt sich aus Rippen, Wirbelsäule und Brustbein zusammen. Der Hals besteht aus einem speziellen Gummi, der sich beim Aufprall genauso verhält wie der menschliche Hals. Jede voll ausgestattete Hybrid-3-Puppe verfügt über mindestens 62 Kontrollfunktionen. Ihre Daten und die Ergebnisse aus realen Verkehrsunglücken zeigen uns, wie ein Unfall im Ernstfall ausgehen könnte. Sie haben Messeinrichtungen in allen wichtigen Körperteilen, beispielsweise im Kopf, im Hals, in der Brust, im Becken, in den Beinen und bis hin zu den Füßen. So veranlassten zum Beispiel die Messergebnisse an Brustkasten und Becken die Ingenieure, den Sicherheitsgurt auch auf den Schulterbereich auszudehnen. Der Airbag und der Seitenairbag sind Ergebnis jahrelanger Dummy-Forschung. Modernste Sicherheitstechnik, die Autofahren sicherer gemacht hat. Dummy-Kinder zeigen besonders deutlich auf, wie lebenswichtig die Tests mit Puppen sind. Manch ein Kindersitz wird dank dieser Versuche niemals auf den Markt kommen. Die Notwendigkeit, Kinder auf dem Rücksitz zusätzlich abzusichern, wird hier einmal mehr deutlich.
Crash-Dummies verdanken wir viel. Stellvertretend für uns werden sie angefahren, umgefahren und überfahren. Hybrid 3 ist ein stummer Lebensretter, der für uns seinen Kopf hinhält.